Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Nach der verschwendeten Folge von, die ich gestern, also Freitag, aufgenommen habe, kommen wir jetzt zum Samstag. Es gibt zwei Sachen zu erzählen. Erstens habe ich gestern vor lauter Frust noch ein Spiel gemacht, allerdings natürlich nicht in der Weekend League, sondern ich habe einfach ein Online-Freundschaftsspiel gemacht, weil ich wollte mir einfach den Frust rausspielen und ich hatte auch keinen Bock, da eine Aufnahme zu machen. Natürlich habe ich das Spiel 4-0 gewonnen. Der Gegner hat nach dem 4-0 abgebrochen. Zwei Tore Modest, ein schöner Kopfball, ein schönes Tor mit dem Fuß und natürlich auch noch ein Tor von Stindl. Ja, was soll ich dazu sagen? Modest hat sich leider in dem Spiel verletzt. Wie gesagt, ich habe es nicht aufgezeichnet, weil ich gedacht habe, du bist so frustriert, du wirst halt einfach total scheiße spielen. Und ich weiß nicht, ob es am. Also ich glaube, es lag halt daran, der Gegner hat nicht so gut gespielt, war nicht so defensiv, wie die alle in der Weekend League spielen. Deswegen bin ich besser mit Stindl und mit Modest zurechtgekommen. Ich konnte leichter dribbeln und so. Also der Gegner war halt einfach leichter. Das ist Punkt Nummer 1. Ich habe also ein Spiel gemacht, was ihr leider nicht gesehen habt. Aber wie gesagt, ich wollte es einfach nicht aufnehmen. Ich hatte keinen Bock. Ich wollte einfach nochmal meinen Frust ein bisschen rausspielen und fertig. Und ich spiele jetzt eigentlich Weekend League, ja, ne? Ja. Und deswegen gibt es davon keine Aufnahme. Und der Punkt Nummer 2, mein Hals, mein verrenkter Hals, mein angeschlagener Nacken ist leider schlimmer geworden, was wahrscheinlich am Schlafen lag. Ich bin auch schlecht eingeschlafen und habe nicht gut geschlafen. Von daher glaube ich, dass es deswegen schlimmer geworden ist. Morgen wird wahrscheinlich schon wieder besser sein am Sonntag, aber heute ist es schlechter als gestern. Ich habe mich natürlich eingerieben, wobei ich immer denke, dass diese Sachen nicht viel bringen, aber egal. Naja, es wird also heute nicht wirklich einfacher werden zu spielen, aber ich denke, ich werde auf jeden Fall besser spielen als in der letzten Folge, wo wir leider beide Spiele verloren haben. Es ist noch alles drin, aber ich, ja, muss leider sagen, ich habe nicht das Maximum abgerufen in der Weekend League bisher, also kann mit der Weekend League nicht mit, zumindest nicht mit allen Spielen 100% zufrieden sein. Und man sieht in letzter Zeit wieder ziemlich oft diesen Vardy im Sturm. Wieso das denn? Also auch bei besseren Teams wie jetzt hier, wo ja der ein oder andere ziemlich gute Spieler drin ist. Okay, auch zwei Foot Champions Karten, wo sich Kohle sparen kann. Aber ich verstehe irgendwie nicht, warum die alle jetzt wieder Vardy spielen. Er ist wahrscheinlich, was die Pace angeht, der beste Spieler im Low-Budget-Bereich, aber es gibt ja auch noch andere Spiele außer Pace und da haben wir Glück, dass das Ding nicht reingeht. War aber auch merkwürdig verteidigt von meinen Spielern, fand ich. Haben sie Vardy relativ alleine rumlaufen lassen. Rücken zum Tor, Glück gehabt, aber kein guter Anfang. Also hat er auf jeden Fall so eine, ja, eine kleine Druckphase konnte aufbauen. Jetzt konzentrieren wir uns mal. Das war nicht so geil. Schön gemacht von Reed. Ganz in Ruhe. Ich werde auf jeden Fall gerne zu doppeln. Also es rennen immer relativ häufig zwei auf dem Ballführer drauf. Schöner Ball auf Mané. Da hätte ich nochmal auf Firmino legen müssen, den Ball. Fehler von mir. Den Ball muss ich nochmal auf Firmino legen. Schade. Gut gemacht von Smalling.
Oh, da haben wir Glück. Nee, schneller. Schade. Aber wir kommen langsam ins Spiel rein. Langsam, aber sicher kommen wir ins Spiel rein. So, Kane kann da wieder einen über den Kopf machen. Ah, zu nah ins Tor. Schön gemacht von Coleman. Der einfach über den Körper kommt. Schade. Haben wir Glück, dass er da nochmal die falsche Taste drückt oder noch schon eine Taste eingegeben hat, weil er nicht wusste, dass er in Ballbesitz kommt. Das war scheiße. Schön gemacht von Aspili. Tja, da hat er mich leider perfekt zugelaufen. Ich habe jetzt ihn auch. Ziemlich eng. Gut gemacht von Gouet. Guter Schuss von Kane. Wieder nicht geschafft, den Ball da zu holen. Ah, schade, aber gut geblockt von Smalling, der dagegen Son mithalten kann. Oh, ich war gerade komplett verwirrt, weil ich dachte, wo ist denn der Ball? Wie geht denn der rein? Und oh, ich dachte, er wäre drin. Also wir können auf jeden Fall froh sein, dass es nicht 1-0 steht für den Gegner. Ist aber, denke ich, trotzdem insgesamt ausgeglichenes Spiel bisher. Wir hatten jetzt zweimal den Ball und er kommt trotzdem wieder ran. Abgefälscht, nächste Ecke. So, Kane, es wird leider wieder Zeit für ein Kopfballtor. Schön gemacht. Da wollte ich den Ball nicht hinspielen. Oh, es ist echt anstrengend zu spielen, muss ich sagen. Und ich habe noch so viele Spiele, verdammt nochmal. Naja, mal schauen. Also es ist nicht hoffnungslos, das Spiel, aber ich merke auch, dass ich es nicht schaffe, 100% abzurufen von dem, was ich möglich bin zu leisten. Auf Son müssen wir auch wieder aufpassen, er nervt. Eigentlich immer, sobald er drin ist. Wobei das, glaube ich, nicht der allerschlimmste Son ist. Von der Karte her. Hat jetzt, glaube ich, nicht den ganz krassen Son.
Ja, ich wusste nicht, dass er da jetzt hingeht. Schön gemacht von Mané. Reed. Innenverteidiger Reed. Ja, da wird halt Kane mehr oder weniger gefoult und kann dadurch nicht weiterlaufen, das wäre es gut geworden. Schön gemacht von Kane. Ziemlich auf und ab gerade. Scheiße! Danke, machen wir Glück, dass er dann den Fehler macht. Wieder bleiben wir hängen. Schön gemacht für Can. Ich wechsle erstmal Mané und dann Arnautović aus. Sehr anstrengendes Spiel, aber wie gesagt, ich merke das, ich schaffe es einfach nicht gerade das Maximum von dem abzurufen, was ich in der Lage wäre zu spielen. Das war gerade auch wieder Unkonzentriertheit. Schön gemacht für Smalling. Schön gemacht von Can. Boah, Mann! Ich komme echt gar nicht durch. Meiner Gegner auch nicht, aber es ist mir egal. Der Gegner soll ja auch nicht durchkommen. Es war kein. Oh Gott, das war kein Foul. Krass, ey. Das wird als Foul gepfiffen. Oh, das ist so unfair. Das ist so unfair. Aber gut, wenn er mir dann den Ball schenkt, dann ist es natürlich nicht mehr so unfair. Verteidigt halt echt nicht schlecht. Klar, ich spiele auch nicht
auf dem Maximum, aber er verteidigt halt auch einfach nicht schlecht. Wieder Smalling. Wann hat er denn Aubameyang eingewechselt? Gar nicht gemerkt. Komplett frei zum Kopfball, aber es ist dann halt trotzdem immer schwer, wenn man sich drehen muss, den gefährlich aufs Tor zu bringen. Ich denke, es ist verdient, diese Verlängerung. Leider. Der Kopfball war ja fast mit das Gefährlichste, was ich im ganzen Spiel zustande gekommen habe. Der Pass sollte natürlich nicht auf Aspilli gehen, sondern auf Müller, der in den Strafraum läuft, aber wahrscheinlich zu straff aufgezogen. Abgefälscht, Lackertor. Ach du Scheiße. Oh Gott, wie lucky. Komplett unfair. Oh krass. Ich wollte gerade, ich habe ja gedacht, ne, ein schöner Schuss komplett in die Mitte, aber der war abgefälscht dann. Also wenn der jetzt unabgefälscht reingegangen ist, dann wäre es krass, aber der ist abgefälscht gewesen. Passt auf. Und muss abgefälscht. Ja, von Bailly. Vielleicht hält sogar als Eigentor. Ne. Ja, das ist natürlich ärgerlich für den Gegner, aber ich meine, wir kriegen ja auch ab und zu mal Lackertore. Das war richtig krass von Gueye gemacht. Also Gueye und Can fallen mir beide sehr gut, wobei man sagen muss, dass mich nicht würde sagen würde, dass Can jetzt wirklich krass besser ist als Gueye und der aber halt viel billiger ist. Ach, dann muss ich halt auch wieder direkt schießen. Ich weiß nicht, warum ich das einfach in letzter Zeit immer verraff oder halt denke, ich habe die Zeit, um den Ball anzunehmen. Ich verstehe das einfach nicht, was daran so schwer ist. Als Smalling macht so ein krasses Spiel. Ist unglaublich. Also wenn der nicht mit eine richtig geile Bewertung hat, weiß ich auch nicht. War klar, dass jetzt ein Distanzschuss kommt. Schade, dass er dann doch noch zur Ecke führt. Schön gemacht von Ribéry. Sehr schön gemacht von Ribéry. So, jetzt noch eine Verlängerungshalbzeit überstehen. Jetzt werden wir beschappen. Schöner Schuss, aber auch wieder gut gehalten von Schmeichel. Das war dumm, das war richtig dumm.
Zum Glück ist Reed da. Doppelt fuck. Krass, Vorteil schon vorbei, hat er auch wieder Pech gehabt. Schön gemacht von Schaden. Kein Foul. Egal. Taktisches. Hoffen wir mal, dass er keine Freistöße kann. Sollte dann die letzte Chance sein, hoffe ich mal. Haben wir Glück, dass wir ihn überhaupt noch erwischen und er eigentlich schafft durchzulaufen. Sehr gut. Das war's. Sehr gut. Auf jeden Fall glücklich der Sieg, nicht verdient, unentschieden wäre, denke ich, hier gerechter gewesen. Also ein Elfmeterschießen wäre auf jeden Fall gerechter gewesen, aber ich kann damit leben. Vorlage Chance. Was hat Smalling? Smalling hat noch eine 7,1, da war es so auffällig. Oh Gott, egal. Abwehr war mal ganz gut, vor allem wie gesagt, Smalling hat alles weggearbeitet da hinten, aber offensiv bin ich nicht glücklich drüber, wie wir gespielt haben. Hoffe natürlich trotzdem, dass zumindest das Ergebnis jetzt im nächsten Spiel auch stimmt. Das ist falsch. Okay, und ich erwarte jetzt einfach von Modest und Stindl, dass die genauso durchdrehen wie in dem Freundschaftsspiel, was ich gemacht habe. Meine Fresse. Ich habe hier aber auch einfach viel ach du Scheiße, viel befreiter aufgespielt, weiß ich nicht. Geil, 94er Suarez als ZOM, ja okay, wenn ich gegen das Team verliere, dann ist es halt so. Ich werde natürlich jetzt versuchen trotzdem zu gewinnen, aber das ist ein Team, wo ich sage, alleine schon aufgrund des Teams, wäre es okay, wenn ich hier verliere. Mit meiner Mannschaft. Werde ich leider blockiert. Puh, da haben wir Glück, dass es kein Tor gibt, ey. Sehr gefährlich, Reusner schießen zu lassen. Aber auch krass, wie sich da durchgedribbelt hat. Zum Glück ein schwacher Abschluss von Suarez, der es mit Sicherheit auch besser kann. Ich muss vor allem versuchen, ruhig zu bleiben. Ah. Hat er leider gut antizipiert, muss ich sagen. War dann mein Fehler, da einfach so hinzuspielen.
Schade. Aber schön durchgespielt, guter Abschluss. Jetzt macht Stindl mal ein. Stindl, sage ich schon, Modest. Ist schön gemacht für Modest. Ja, da sollte auch nicht auf Modest gehen. Auf Dembele, sorry. Kommt noch zum Abschluss, schade. So ein Dreckstor, ey. Oh, also es war natürlich gut von ihm dann nochmal gesehen, dass er da auf Vidal spielt und nicht direkt schießt. Das ist krass. Das zeigt, dass er ein guter Spieler ist. Aber was halt zum Kotzen ist, ist einfach, dass wir vorher wieder den Ball mit Piszczek haben und ihn nicht rausbekommen. Und halt er mit Aubameyang nochmal rankommt. Das ist halt das, was mich wieder ankotzt. Was halt einfach nicht sein muss. Oder darf. Es darf einfach nicht passieren, dass er solche billigen Tore geschenkt bekommt. Ich habe, wie gesagt, auch das Gefühl, es passiert mir irgendwie, anscheinend, weil ich das schlecht verteidige oder schlecht rausspiele, den Gegnern passiert das einfach so gut wie nie. Also wann hat man schon mal das Ding, dass wir im Ball verlieren? Also wir kriegen ja wirklich regelmäßig solche Tore. Wir kriegen ja wirklich regelmäßig solche Tore und wir schießen eigentlich so gut wie nie solche Tore. Das heißt, ich muss da irgendwas falsch machen. Vielleicht muss ich da den Ball immer direkt rausklären. Ich weiß es nicht. Müssen jetzt ruhig bleiben. Steht nur 1-0. Wie gesagt, wenn ich gegen das Team verliere, ist es halt so. Es ist einfach ein mega krasses Team. Hat er leider gut rausgespielt. Oh, es war aber auch nicht gut verteidigt von mir. Fuck! Bis zum 1-0 haben wir echt gut gespielt, meiner Meinung nach, und gut dagegen gehalten. Und jetzt fallen wir mal auseinander, oder wie? Aber es steht nur 2-0. Komm schon, das können wir noch schaffen. Wenn natürlich die Pässe dahin gehen, wo sie nicht hingehen sollen, dann ja, wird's scheiße.
Es dauert immer zu lang, ey. Das ist so zum Kotzen, das immer zu lang dauert mit den scheiß Dreckspässen. Einfach nicht schnell genug. Kann einfach kein Kombinationsspiel auf Spiel ziehen auf engem Raum, weil immer irgend so ein Drecksspieler von mir da dran ist. Komm schon. Fick dich einfach. Oh, ist das zum Kotzen. So unterzugehen ist halt echt traurig. Ich kann aber auch gerade nicht mein Maximum abrufen und ein richtig beschissener Weekend League werden. So lächerlich wie Hummels da verteidigt, ey. Bale musste sich einfach nur umdrehen. So dumm. Guckt euch mal an, wie viele Leute auch da stehen. Also da müsst ihr euch wieder ultra defensiv stehen, spielen. Wird nicht reichen, dieser Anschlusstreffer. Wird nicht reichen. Wobei ich halt immer bei einem 3-1 sage, es ist kein Anschlusstreffer. Aber wenigstens der Ehrentreffer. 3-1 sieht nicht ganz so schlimm aus wie 3-0.
Idiot, Idiot! Oh Mann, so spielend einfach. Zum Kotzen. Logischerweise ist es auch einfacher, wenn ich auf total offensiv stelle. Aber zu spielen eigentlich total offensiv. Ich meine, da frisst man nur mehr Tore. Ich werde einfach auf komplett defensiv spielen. Und auf ausgeglichen halt. Guter Schuss, Benderlepp. Ich kann nur hoffen, dass ich in den nächsten Folgen leichtere Gegner bekomme, weil ich kann gerade einfach nicht so gut spielen. Fuck, bis zum 1-0. Und wie gesagt, das 1-0 war halt wieder beschissen. Die restlichen waren halt gut rausgespielt, aber das 1-0, wir sind mit Piszczek am Ball und wir kriegen den Ball wieder nicht weg. Und meiner Meinung nach ist das einfach ein Problem von mir. Ich mache irgendwas falsch. Aber die Gegner klären ja auch nicht. Das ist ja direkt das Nächste. Die Gegner klären ja nicht. Die Gegner spielen den Scheißball immer raus aus ihrem Strafraum und nie passiert irgendwas. Bah, es ist so zum Kotzen. Egal, bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, ich kann einfach nur hoffen, dass ich leichtere Gegner bekomme, weil ich werde nicht besser spielen können dieses Wochenende. Mindestens nicht viel. Tschö.